Hey Dudes, da sind wir wieder. Herzlich willkommen hier zu der dritten Folge von Werde zur Legende. Und Vorschläge war Schwierigkeitsgrad erhöhen. Ich habe festgestellt, dass der nicht auf Profi war. Profi klingt nicht viel. Deswegen dachte ich mir, machst es trotzdem erst einmal zum bisschen eingewöhnen, dass man hier ein bisschen klarkommt. Ich bin nicht für den Kader mal wieder nominiert, obwohl ich sehr gut drauf bin. Das ist echt schade. Wir spielen unentschieden gegen Merseyside Red, wer auch immer das ist. Und damit sind wir gleich mal von Platz 2 auf Platz 5 gefallen. Schade drum. Ich habe jetzt ja doch die größten Hoffnungen, dass wir hier, bald mal den Patch kriegen könnten. Aber ich denke mal, dass das wohl nicht so einfach sein wird. Startaufstellung, sehr schön. Warum nicht so einfach? Naja, das ist ja jetzt so, dass wir hier eine ganz neue Engine haben, die Dateien sind anders aufgebaut und so weiter und so fort. Deswegen, ich denke mal zu Beginn, sieht das hässlich aus, mein Logo, was ich da eingeführt habe. Deswegen zu Beginn wird man wohl erstmal per Hand editieren müssen im Editor von PES und dann sieht man, was daraus wird. Nämlich hässliches Logo und so weiter. Die Anführungsstrichen Originallogos in PES schon drin, sind natürlich höher auflösend als eben die, die man da hinzufügen kann. Komischerweise ist es ja so, man kann Bilder oder Logos halt hinzufügen mit einer Auflösung von 1024x1024. Aber, leider werden sie dann heruntergerechnet auf 256x256. Warum das so ist, das weiß keiner. Und warum ich immer noch in der Verteidigung hänge, das weiß immer noch keiner. Ich bin linker Flügel und nicht Innenverteidiger. Aber die haben halt keinen linken Flügel. Das heißt, ich brauche einen Verein, der mich auf das linke Mittelfeld wenigstens setzt. Aber warum denn in die Verteidigung? Wer kommt auf diese blödsinnige Idee? Okay. Spielgeschwindigkeit soll ich auch nochmal runterstellen. Okay, Systemeinstellung, Spielgeschwindigkeit, ich habe die auf plus 1. Wir machen immer wieder auf 0 und wir gucken mal, wie es sich jetzt hier so schön spielt. Es wird jetzt auf jeden Fall langsamer, das kann ich euch versprechen. Oh, da habe ich ihn ganz stark geschickt. Zu stark, besser gesagt. Ich weiß gar nicht, wer hier unser Gegner ist. Wir spielen einfach hier aufs gut Glück. Hier wird nicht vorbereitet oder was auch immer. Sowas brauchen wir nicht. Tompkins. Boah, super ausgewichen. Da über die Außen geschickt. Die Flanke muss jetzt kommen. In die Mitte. Ganz knappe Kiste. Wenn wir bei Bayern wären, würde ich sagen Toni Kroos. Aber die 39 hier ist irgendwer anders. Ist schon ein bisschen peinlich, dass ich mich überhaupt nicht auskenne. Aber das ist halt so. Ist das ein schöner Name. Mit 3 S. Ich kenne mich hier echt überhaupt nicht aus. In der Premier League. Nicht mal in der Bundesliga, wie wir ja alle wissen. Weil Otaldo ja der Noob ist. Das war doch zu viel des Guten. Und jetzt zieh ran. Ich denke, viele der Tipps, die man mir gibt, werden wohl sein. Bleib auf deiner Position, du Spast. Ja, das ist richtig. Aber ich habe doch so viel Spaß, wenn ich nicht auf meiner Position bin. Ich schieße doch gerne die... wieso bin ich an ihnen vorbeigelaufen? Ich schieße doch so gerne die Tore. Oh, Andy Carroll. Tom Carroll kenne ich noch. Von Tottenham Hotspur. Wie auch immer. Gut abgewehrt, zur Ecke hin. Aufgepasst, Otaldo in der Innenverteidigung. Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Schön. Abseits schon. Red, die alte Ratte. Tompkins. Ja, es wird mir vorgeschlagen, geh doch wieder nach hinten. Alles klar, machen wir. Wilshere. Morrison. Hätte ja fast klappen können. Okay.
Aber mit einer Durchschnittsnote von 7,7 sind wir ja gar nicht mal so schlecht, oder? Also, nach zwei Spielen. Andy Carroll zieht da durch und wir holen uns die Pille wunderschön. Na, viel zu langer Ball. Da muss man aufpassen und ich muss jetzt da hinterher laufen. Wunderbar. Also ich finde es ziemlich cool, wie das Spiel hier so ist. Oh, da läuft der Toni. Ah, wie langsam man ist. Plötzlich zur Ballannahme. Sobald man den Ball annimmt. Ja, aber trotzdem. Bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Spiel bisher. Bin gespannt, wie wir hier uns heute schlagen. Ich würde echt gerne weiter vorne spielen, also im Sturm, richtig. Aber ein bisschen gemein. Was ich ein bisschen schade an sich finde, zu doll, nein, es geht. Dass die meisten PC-Spiele einfach so, stiefmütterlich behandelt werden. Und das ist ja, ich weiß es nicht. Bei PS auch teilweise der Fall. Ich habe nämlich das Gefühl, dass, ich hatte nämlich sowas gelesen, dass die Choreos scheinbar auf der PC-Version irgendwie rausgenommen wurden. Warum? Weiß ich nicht. Weil die, die Fans sollten hier so Choreografien eben auch veranstalten. Gesehen habe ich davon noch keine. Es kann natürlich auch an der, Kamera liegen, dass wir nichts davon mitkriegen. Ich habe noch nicht irgendwelche Bengalos gesehen oder was auch immer. Oh. Gibt's Ecke oder hat er den selbst daneben gepfeffert? Oh, es gibt Ecke. Und wir sind hier hinten. Na gut. Mensch, ich habe doch extra einen Stürmer gespielt. Einen linken Stürmer. Da so, links außen. Wie wir schön schnell sind. Oh. Andy Carroll. Verdammt. Eieiei. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Sorry. Nice. Jetzt schick ihn unten. Ah. Nicht ihn erwischt. Ich laufe hier schon wieder. Ich verheiz meinen Körper. Alles für den Club. Alles für den Dackel. Oh, Jarvis. Oh nein, Joe Cole. Abseits? Abseits? Nein? Boah. Jarvis? Da muss ich echt mal nachdenken. Oh, sorry. Ah. Auf jeden Fall steht es jetzt hier 1-0. Schön wäre es natürlich, wenn wir es schaffen könnten. Noch ein paar Türchen zu schießen. Sehr gut. Und wenn ich endlich mal auf einer Position wäre, wäre es auch noch richtig schön. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich hab... Ihr habt es wahrscheinlich gehört hier, mein Controller. Ich habe gefeuert wie ein Irrer. Ah, foul shit. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. Nein, gelbe Karte. Da war er zu übereifrig. Den habe ich aber gut geköpft, hä? Erste Halbzeit vorbei. Ah.
Zweite Halbzeit, 1:0 steht es für unseren Gegner. Andy Carroll, East London. Arsenal? Ah. Joe Cole. Oh. Ui. Nein, Fehlpass. Mist, Mist, Mist. Das hätte es sein müssen. Da hätten wir den Ball gut spielen können. Hinterher. Das ist unser Abschirmen. Wunderbar. Nein, 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 diese Schweine. Schöner Abwurf. Danke dafür. Mist. Also ihr seht, es ist gar nicht einfach. Ich habe schon meine Schwierigkeiten. Ich habe nicht gewusst, dass ich nicht auf Profi spiele. Oh nein, Joe Cole. Und jetzt merke ich schon, dass das sich rächt, dass man nicht von Anfang an auf den hohen Schwierigkeitsgrad spielt. Also hohen, in Anführungsstrichen, auf dem Kinderschwierigkeitsgrad. Weil ich einfach so schlecht bin, ne? Ja, schade, kam nicht mehr ran. Okay, ich soll hier oben decken. Oh! Oh, sorry, sorry. Da hat er mit gerechnet, aber wir haben Einwurf. Sehr schön. Ja. Oh, sehr gut. Maija auf Joe Cole. Und da sind wir jetzt hinterher. Joe Cole. Oh, ich muss aufpassen. Ich habe gelbe Karte schon. Wenn ich doppelt X drücke, dann ist es wieder aus. Nein, nein. Ah, Mist. Da war die Hoffnung. Okay. Wurms. Wie hat der sich denn nochmal abgesetzt? Oder abgesenkt? Ja. Yeah. Super, super nice. Ich bin natürlich wieder super mega offensiv. Haben wir. Maija darf da nicht rankommen. Weg damit erstmal, okay. Ein paar Minuten sind es noch zu spielen. Dann muss ich irgendwie versuchen, hier abzuschirmen. Wunderbar. So. Einer, der schafft das nicht. Nee. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht vielleicht wieder über irgendwelche Themen reden möchte. Oh, Torwart, komm raus. Und ein Thema wäre es. Ich bin ja nicht halt so ein krasser, cooler Hipster-Typ. Eher Hip-Hopper bin ich nicht. Und da ist meine Frage an euch. Warum muss ein Cap diese beknackten Aufkleber behalten, damit es ein cooles Cap ist? Na! Das ist eine ganz komische Frage. Das stelle ich mir schon seit ich diese beknackten... Also, Entschuldigung, wenn hier Hip-Hopper unter uns sind. Ich habe nichts gegen euch, aber diese beknackten Typen mit ihren... In deine Mütze, ja, die ist voll scheiße jetzt, weil da ist voll kein Aufkleber mehr drauf, ey. So reden sie natürlich nicht, sondern eher, alter, ich höre voll kein Aufkleber drauf, Mann. Ist doof oder was? Na, ist auch nicht so ganz der Slang. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht, ich hab's nicht drauf. Aber es wundert mich auf jeden Fall, dass so ein beknackter Aufkleber oben und unten drauf sein muss, damit das Cappy eben noch cool ist, ja. Also, das Cappy ist nicht cool. Es ist einfach nicht tight mehr, wenn da die Aufkleber weg sind. Weil das ist das Beste an dem Cappy, wenn da so ein krasser goldener Aufkleber drauf ist. Habe ich nicht verstanden bisher.
Irgendwie ist da was an mir vorbeigegangen. Damals, als ich noch jung war, da haben wir die Cappy nicht gerade gelassen. Hier haben wir noch krumm gemacht. Also, ne, den Deckel da vorne, den Schirm der Mütze. Oh, krass, krass, krass. Joe Cole. Den Schirm der Mütze, den haben wir noch rund gemacht, weil das war dann richtig cool. Und die Anzeichen dafür für uns, was irgendwie eine krasse Dingsbums war, eine krasse Mütze war, wenn das offizielle Logo drin ist und wenn die Unterseite von der Schirm, vom Schirm grün war und so weiter und mindestens 8 Nähte hatte oder irgendwie sowas, dann war das eine echte Mütze und so. Aber jetzt nicht so ein beknackter, Aufkleber, ey, das geht mir überhaupt nicht in die Birne. Red setzt sich da schön durch. Jarvis. 86. Minute. 87. eigentlich hier. Unser. Spiel zurück. Genau. Ah. Okay. Wir haben jetzt ja noch ein paar Minuten Zeit. Okay, es gibt Einwurf für uns. Ach, es war aus. Ich dachte, es geht hier weiter. Ja. Ja, ist vorbei. Da verlieren wir gegen East London, vermutlich Arsenal, 1-0. Die waren da einfach besser als wir. War eine 6,0 von mir. Zumindest bin ich nicht der Schlechteste, ne? Gibt Schlimmere im Team. Ja, so sieht's aus. Verloren. Da wird erstmal ein Screenshot geschossen wieder. West Midlands Village, 4-2 gegen West Midlands Stripes. Sehr schön. Ja, sehr cool. Wir sind noch weiter am Absegeln. Platz 8. Hampshire Red. Keine Ahnung. Chelsea auf Platz 2. Man Blue auf Platz 6. Manchester United auf 7. Naja, okay. Boah, jetzt werde ich gerade richtig müde. Hier unten, South North, Norwood ist durchgehend auf dem 20. Platz. Das ist doch mal schön. 7,1 nur noch. Nein. Das ist doch ätzend. Perfekte Annahme. Wenn Ihren Ball viel Druck zugespielt wird, dann drücken Sie RT. Okay. Mhm. Probieren wir mal. Sie sind nicht in der Tagesausstellung. Wie es hier weitergehen wird, sehen wir dann auf jeden Fall in einer neuen Folge. Vielen Dank für eure vielen Kommentare und Likes und so weiter. Wenn euch das hier auch weiterhin gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.